Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal, der Bastelhannes. Wir machen weiter mit dem Manta AGTE und sind jetzt schon bei der Ausgabe 82. Und heute wird das Fenster eingebaut. Das heißt, wir haben eigentlich dann schon mal so weit fast eine Tür fertig. Jo, und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob dann die zweite Tür schon gebaut wird. Und da, wie gesagt, weiß ich noch nicht, wie ich das mache, weil der gleiche ist. Ob wir das so ein bisschen alle zusammenfassen oder ob ich die einfach baue. Aber dann fehlen eben halt ein paar Hefte. Und weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei der Folge. Und dann gucken wir jetzt wie immer nochmal ins Heft. So, liebe Leute, da ist die 82, da ist das schöne Fensterle. Und das kommt jetzt hier rein, dann wird das die Tür schon mal zusammengebaut und jo. Dann wieder Motorsport, der Manta. Und ich glaube, das war der Manta gewesen. Der Manta. Von Manta Manta, glaube ich, aber so. Und dann haben wir, na, dann geht es doch noch nicht weiter mit der Tür. Also brauchen wir uns noch keine Gedanken zu machen. Das ist auf jeden Fall in der 83 drin und da kommt dann die Frontscheibe, wenn ich mich nicht alles täusche, rein. Gut, dann packe ich mal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, jetzt geht's los. Hier haben wir eine Scheibe und die kommt jetzt hier rangebaut, auch mit einem L drauf, also für links. Ach, du ahnst es nicht. Oh Gott. Huhahaha. Ich setze glaube ich erstmal beide an. Ja, glaube ich erstmal besser. So. Ich finde, dass das nachher mit dem Gelb wieder so funktioniert. Nicht, was ich sonst machen soll. Hätte ich nachher das Auto zusammenbauen, der große. Mit dem Yelp. Und hat die Kamera wieder nicht auf der Reihe gekriegt. So, jetzt gehen wir nochmal hier drunter, damit wir sehen, dass das wirklich bis zum Ende. Rangeschraubt ist. So, einmal. Und auch noch mal ein bisschen hochhalten oder auch nicht hochhalten. Hallo? Oh Leute, bleibt da, bleibt da. So,
jetzt haben wir doch mal die Probe aufs Exempel, ob das auch wirklich... Aha. Ja, das, weil ich vermutet habe, dass diese Dinger jetzt weiter hochgehoben werden und dadurch die auch drüber laufen. Also das heißt, die Scheibe funktioniert. Jetzt haben wir dieses Teil hier. Wollen wir mal gucken. Kamera hat sich noch, bekommt sich noch ein. So, und jetzt kommt dieses Teil hier rauf. Gut. Dann haben wir schon mal soweit. Dann brauchen wir mal eine CM-Schraube. Und die eine CM-Schraube kommt hier vorne rein. Da, nämlich. So, dann kommen. Also, da haben wir ein bisschen vorgezogen. Erstmal kommen hier die zwei HM-Schrauben rein. Wieder ein bisschen zu vorschnell der Bastelhand ist hier. So. Scheibe. Gut. Noch eine CM-Schraube. Und die kommt dann hier hinten rein. Am Ende der Tür. So, dann haben wir alle Türen alle Schrauben verschraubt. Fenster funktioniert. Zip, zip, zip. Ich lasse es jetzt erstmal drin, dann ist es vor Kratzern geschützt und alles. Und damit haben wir eine Tür fertig. Und einen Spiegel haben wir auch noch. Jo. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, liebe Leute, das war denn jetzt auch schon wieder die Ausgabe 82. Wir haben jetzt eine Tür fertig mit Fenster. Und ja, Fenster funktioniert. Geht alles. Und jo, dann... geht's jetzt erstmal nächste Mal mit der Heckscheibe, glaube ich, weiter. Und dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Bastelhannes. Ciao, ciao.